Herzlich willkommen bei Krückis E-Werk-Tipps. Heute geht es darum, das smarte System von Bosch noch mal ein wenig besser zu verstehen. Und ich möchte gerne mal so einige Sachen im System euch erklären, die vielleicht nicht sofort ersichtlich sind, wo man ein bisschen länger suchen muss oder die so ein bisschen erklärungsbedürftig sind. Manche Sachen werdet ihr kennen, da werdet ihr ein bisschen, manche Sachen, die, glaube ich, die werdet ihr nicht wissen. Und ja, schreibt gerne auch in den Kommentaren, was ihr davon wusstet und was komplett für euch neu war. Ich habe den Film gegliedert in vier Punkte und wir arbeiten sie jetzt einfach mal ab. Thema 1, die Gesamtkilometer von eurem System. In eurer Flow-App seht ihr auf dem ersten Blick im Startbildschirm eine Kilometerzahl, wo viele Leute von euch sicherlich meinen, das wären die Gesamtkilometer. Es ist zwar ein kleiner Infobutton drauf, aber den werdet ihr wahrscheinlich nicht sofort anklicken. Diesen kleinen Infobutton dort, den drücken wahrscheinlich die wenigsten. Weil wenn ihr den drückt, dann seht ihr definitiv die Kilometer, die euer Motor quasi mit euch zusammengefahren ist oder allgemein der Motor gefahren ist. Die meistens kleinere Kilometerzahl, das ist die Kilometerzahl, die ihr im ersten Blick seht, die ihr mit den Unterstützungsstufen gefahren seid, die jetzt gerade aktuell in eurem smarten System eingegeben sind. Das beinhaltet nicht die Kilometer, die ihr vielleicht vorher mit anderen Unterstützungsstufen gefahren seid, die ihr dann vom Händler wieder gelöscht habt und durch neue ersetzt habt. Das sind dann alles Kilometer, die dann noch zugerechnet werden müssen, die man aber gerne schlabbert. Also auf diese Sache bin ich auch reingefallen, als ich meine 5000 Kilometer voll haben wollte für meinen Film. Dieses ist auch sehr gut nochmal nachzulesen in eurem aktuellen Diagnosebericht, den ihr vielleicht durch euren Händler schon mal erstellt habt. Da seht ihr nämlich dann auch diese schönen Balken, wie viele Kilometer ihr mit welcher Unterstützungsstufe gefahren seid. Und dort ist auch nochmal markiert, dass es ja unter Umständen eventuell auch nochmal vorher andere Unterstützungsstufen gab. Dieses Thema wird wahrscheinlich einigen Leuten gar nicht geläufig sein, weil die meisten werden sicherlich noch mit den Unterstützungsstufen fahren, wo das Rad mit ausgeliefert worden ist. Also bei diesen Leuten sei gesagt, es gibt auch noch andere Unterstützungsstufen. Darüber habe ich auch schon in der Vergangenheit einen Film drüber gemacht. Und es macht durchaus Sinn, mal zu gucken, was bin ich für ein Typ, welche Unterstützungsstufen wären jetzt für mich sinnvoll, aber da schaut euch gern mal den anderen Film an. Ich verlinke euch den auch gern nochmal. Wir kommen zum zweiten Thema. Und zwar sind das die addierten Kilometer, die ihr in euren Unterstützungsstufen gefahren seid. Und zwar gibt es da dort auch nochmal einen Button. Und zwar, da steht Unterstützungsstufe ohne Motor, also off, ist, dass ihr ohne Motor gefahren seid. Das ist sicherlich auch nochmal eine Zahl, wo gerne mit angegeben wird in Biergärten und sonstiges, dass ich dann doch, obwohl ich einen Pedelec habe, doch so und so viele Kilometer ohne Unterstützung gefahren bin. Dazu sei gesagt, wenn ihr, ich sag mal, mit 40 km/h irgendwo den Berg runterrollt, seid aber beim Runterrollen in irgendeiner Unterstützungsstufe, was weiß ich, Turbo oder Eco oder sonst wie, dann werden die Kilometer in diese Unterstützungsstufe addiert. Also obwohl ihr ohne Motor unterwegs seid, ohne Unterstützungsstufe unterwegs seid, werden die Kilometer halt nicht im Off gespeichert, also ohne Unterstützungsstufe, sondern jeweilig in der Unterstützungsstufe, die ihr gerade noch eingeschaltet habt. Solltet ihr also scharf auf hohe Kilometerleistungen sein, ohne Unterstützungsstufe, dann gilt der schnelle Finger, dass ihr relativ zügig eure Unterstützungsstufe auf Off stellt, wenn ihr irgendwo über 25 km/h fahrt oder wirklich auch ohne Unterstützung gerade unterwegs seid. Thema 3, das digitale Service-Handbuch. Ihr könnt alle eure Services von eurem Pedelec ab der Generation Smart System digitalisieren. Das heißt, es gibt verschiedene Bereiche. Das ist einmal das normale
Servicehandbuch. Es gibt einmal den digitalen Servicebericht. Es gibt Informationen über Updates. Ihr könnt aber auch eure Komponenten quasi über euren Fachhändler testen lassen. Das ist ein bisschen weit hergeholt, weil da wird wirklich jede Taste getestet. Ich habe das selber mal durchprobiert, was man da alles machen kann. In einem Bereich finde ich das total interessant und auch wichtig. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie einen Displayfehler habt, könnt ihr das Display in all seinen verschiedenen Displayfarben einmal leuchten lassen und ihr würdet einen Pixelfehler relativ gut erkennen und auch dokumentieren können. Also dafür ist es sehr, sehr gut. Ob der Plus-Minus-Knopf funktioniert oder nicht, das kann man auch anders testen. Da muss man nicht so einen aufwendigen Komponententest machen. Aber ja, wenn man einen ganz 200-prozentigen vor der Nase hat, dann macht sowas natürlich auch Sinn. Und man kann das halt, wie gesagt, digitalisieren. Das Service-Handbuch ist einmal für den Endverbraucher total toll, weil das wabert in der Cloud rum und ihr könnt das auf eurem Handy sehen, ihr könnt das als PDF euch angucken. Ich werde da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil da sehr viele private Daten und Kennnummern drin sind, die ich nicht unbedingt mit jedem teilen möchte. Aber ihr könnt zum Beispiel auch komplett ohne Handy, sprich euer Service-Fachhändler, liest euer Rad aus, kann der auch auf dieses Servicebuch zugreifen und seht eventuelle früheren Fehler in eurem Rad und weiß ja eigentlich relativ zügig und genau, worauf er sich da gerade einlässt und wie er euch eventuell helfen kann. Auch wenn ihr vielleicht 600 Kilometer vor eurem eigentlichen Händler irgendwo im Urlaub seid und schnelle Hilfe braucht. Ne? Ihr müsst eure ganzen Daten nicht unbedingt alle mitkarren und als Brief dabei haben. Ich kann jetzt nur von meinem Bike sprechen, aber ihr kommt halt auch da auf dieser Ebene auch nochmal auf, ja, auf eine Bedienungsanleitung von eurem eigentlichen Bike. Bei mir ist es ja ein Riesemüller und ich werde also auch da mit einem Link auf das Riesemüller Serviceheft nochmal darauf hingewiesen, wo ich dann auch sehr spezifische Sachen zu meinem eigentlichen Bike auch noch mal nachlesen kann als PDF. Also ich brauche gar nicht mehr so eine enorme Blattsammlung, sondern Bosch hat es jetzt wirklich papierlos digital im Griff, solche wichtigen Informationen auch euch da so zu bieten. Nächstes Thema. Und zwar geht es um eure Remote. Und zwar habt ihr da eine LED-Anzeige, wo ihr sehen könnt, wie voll euer Akku ist. Und ihr habt daneben ein kleines Lämpchen rechts daneben, sofort neben der LED-Anzeige, wo ihr sehen könnt, wie voll euer Rad ist. Ein Lämpchen, was bei vielen, vielen Leuten von euch wahrscheinlich nie aufleuchten wird. So, und ich weiß nicht, ob sich das schon mal jemand gefragt hat, wofür dieses Lämpchen ist. Und zwar, das ist ein Lämpchen für die Auserkorenen, die ein Rad haben mit einem ABS. Die Kontrollleuchte, wie ihr es vom Auto her kennt, diese Lampe wird erstmal gelb leuchten, bis das ABS quasi vom System gescheckt ist und nach kurzer Zeit auch wieder ausgehen. Ihr müsst schnell genug unterwegs sein und quasi alle Systeme werden vom ABS gecheckt. Also für viele, viele Leute von euch, die kein Rad haben mit ABS, ein Lämpchen, was nie leuchten wird. Bei den Leuten, die ein ABS haben, sollte es im Idealfall nur kurz leuchten und dann auch relativ schnell wieder ausgehen. Das ist ein Zeichen dafür, dass bei euch alles funktioniert. Zum Schluss möchte ich euch auch nochmal zeigen, dass ihr quasi, wenn ihr euren Akku im Fahrrad drin lasst, wenn ihr euer Rad am Strom anschließt, dass ihr über einen weiten Weg sehen könnt, live, auf eurer App im Handy, dass euer Rad gerade geladen wird. So, in den nächsten paar Minütchen, die ihr jetzt noch sehen könnt, wenn ihr möchtet, seht ihr auch durch einen Selbsttest, wie weit ich vom Rad entfernt sein kann und ich immer noch sehen kann, lädt mein Rad oder lädt es nicht.
Das ist so eine Funktion, die ich total gerne nutze bei Pausen, wenn wir irgendwo einkehren, wo man dann eventuell beim Essen noch sehen kann, Mensch, okay, ich habe jetzt so und so viel Prozent drin und bleiben wir noch was sitzen, machen wir vielleicht noch 10 Minuten dran, dass sich das noch ein bisschen lohnt, dann auch ein bisschen was an Strom mit reinzukriegen. Oder um auch zu sehen, Mensch, hat nicht vielleicht irgendein Scherzkeks mein Rad abgestöpselt vom Strom, warum lädt es jetzt zum Beispiel nicht mehr? Ne, also sicherlich eine Funktion für große, lange Pausen, für Leute, die halt wirklich lange Radtouren machen. Eine schöne Sache. Wusstet ihr schon, dass ihr euer Pedelec beobachten könnt beim Aufladen? Ich habe es also jetzt hier angeschlossen, wieder einmal bei der Stadt Solingen, hier in der Bonner Straße. Das ist ein Verwaltungsgebäude und da ist eine Ladestation, wo ihr umsonst aufladen könnt. Ist ja wurscht. Stellt euch einfach mal vor, das wäre jetzt hier nicht das langweilige Verwaltungsgebäude von Solingen, sondern es wäre ein bildschöner Biergarten bei schönstem Wetter. Und ihr habt jetzt euer Rad hier abgeschlossen und wollt schön jetzt in den Biergarten reingehen und was essen. Ihr habt euer Rad angedockt an die Ladestation. Euer Display, ist ja mal völlig egal, was für ein Display das ist. In meinem Fall ist es hier das Purion. Zeigt gerade an, dass es geladen wird, das Rad. Und die App. Und die App, die macht es jetzt auch. Die zeigt also hier auch jetzt an, es wird geladen. Ich blende euch das jetzt hier ein. So, ich will jetzt einfach nur wissen, wie die Reichweite ist. Wie weit kann ich vom Rad weg sein, um noch sehen zu können, ob ich mein nächstes Getränk bestelle oder nicht. Also sprich, ob ich sehen kann, ob mein Fahrrad gerade geladen wird oder nicht. So, dann gehen wir mal hier ein Stückchen weg. Wir verlassen mal das Fahrrad und sind jetzt mal so, ja, wir sind jetzt mal so circa 5 bis 10 Meter weg. Gucken wir mal, was passiert wieder. Und es wird immer noch geladen. Also ich sehe immer noch hier, mein Handy wird geladen. Ich gehe mal mit euch ein Stück weiter. So, im Hintergrund seht ihr mein Fahrrad, mein Pedelec. Und ich bin euch jetzt hier mal dran. Ist verbunden. Und ihr seht immer noch, es wird geladen. Wir gehen noch weiter. Jetzt gehen wir mal hier rüber auf die andere Seite. Verbunden. So, ich werde nochmal die App neu starten. Und es wird immer noch geladen. Also, jetzt sind wir schon hier, was wollen wir hier sagen? Da sind wir hinter dem roten Auto, ist das Fahrrad. Sind wir hier schon locker, ja, sind es 20 Meter, kann ich nicht so schlecht einschätzen. Wir gehen mal weiter, gehen mal auf die andere Seite hier, so, das Rad, ne? Ist immer noch verbunden, es wird immer noch geladen. Ich gehe mal hier ums Gebäude rum, irgendwann müsste es doch mal aufhören und die Unterbrechung, irgendwann muss es dann mal aufhören und die Verbindung sollte auch irgendwann mal gekappt sein. Wir schauen mal. So, nicht mehr verbunden. Da hammert. Jetzt sind wir hier so ums Gebäude rumgegangen. Das wird wahrscheinlich auch hier das Gebäude sein, was das so ein bisschen verhindert. Allerdings, wir haben ja aber auch schon eine sehr, sehr gute Reichweite. Also lassen wir es mal 40 Meter sein.
Es ist wahrscheinlich vom Handy zu Handy auch unterschiedlich, weil es ist ja nicht nur Bluetooth-Ausstrahlung vom Rad bzw. von der Remote oder vom Purion oder sonst wie. Hat ja sicherlich auch unwahrscheinlich viel noch mit dem Handy zu tun, wie gut es funktioniert. Ja, das wollte ich euch zeigen. Das weiß nicht unbedingt jeder und das ist auf jeden Fall auch eine Variante, die nicht unbedingt beim Rausgeben des Rades gezeigt wird, dass sowas funktioniert. Daher einmal so ein bisschen Wissen für Fortgeschrittene. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon wusstet, ob es überhaupt eine wichtige Funktion ist, ob man sich ersparen kann. Also Kommentare höre ich gerne und lese ich gerne. Ich hoffe, es war etwas dabei, vielleicht zum Schmunzeln, weil ihr es vielleicht schon wusstet oder vielleicht, oh ja, stimmt, das habe ich mich immer schon gefragt und jetzt weiß ich es. Es wäre schön, wenn ihr mir Kommentare unter das Video schreiben könnt, ob es vielleicht schon ein oder andere Sachen wusstet oder ob es vielleicht unwichtige Sachen sind, die keinen Menschen interessieren. Trotzdem dann, obwohl es dann vielleicht einen nicht interessiert, danke fürs Zusehen und über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Vergesst das Abonnieren nicht. Ciao.